Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Witcher 3. In der letzten Folge musste ich ja nochmal laden, weil. Was mit Hugo? So, wir müssen mal gucken. Wieso ist denn da immer noch. Ich hab doch Art gedrückt gehabt. Aber manchmal das Gefühl, das funktioniert nicht wirklich so, wie ich mir das vorstelle hier. Ja, wir hätten noch hier lang gehen können. Oh, da ist ein Ort der Macht. Kikimoras. Na gut, dann mal los. Weißer Honig bewirkt ja, dass ich ja geheilt werde. Verdammt. Sehr gut. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ist das mein Fragezeichen? Frage für einen Freund. Ja, ist mein Fragezeichen, aber. Monsterverseuchter Ort. Ständige Sorge für Anwohner. Kann ich hier gegen irgendwas machen? Hey. Alter, ich sehe nichts. Brief an Martina Kriska. Liebe Martina Kriska. Ah, siehst du wohl. Sehr schön. Das ist gut. Gut, hätten wir das auch geschafft. Dann werden wir mal hier wieder raus. Und. Werden dann weiterreisen. Ich habe jetzt ja nicht geguckt, ob hier noch irgendwie was war. Die sind schon kaputt hier, die Eier, ne? Ja. Na gut, hätten wir geschafft. Und in der letzten Folge, dass ich da geladen habe, war gut gewesen. Aber ich wusste nicht, dass der gleich angreift. So, was haben wir denn hier? Großmeister. Alles klar. Und hier waren ja die Jäger gewesen in dem Lager. Jedenfalls haben sie die gezeigt. Dann müssten die ja noch hier sein. Sind wohl gerade unterwegs. Erstmal nicht. Wie sich erstmal alles krallt, wisst ihr? Gut. Hier müssen wir hin. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Aber hier war auch ein Fragezeichen. Da oben ist was. Habt ihr sehen? Versteckter Schatz. Ach, diese Tierhüppel hier. Spring doch mal da hoch.
Entwickler sich das mal angucken. Hier. Tagebuch eines Gefangenen. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Na. Vampiröl. Und schwarzes Blut. Sehr gut. Tagebuch des Beamten. Finde den Schatz. Muss er dann irgendwo sein? Notizen eines Verurteilten. Weiß, wir schon, sind schon wieder raus aus dem ganzen Gedöns hier. Hier war noch was. Notiz eines zum Tode Verurteilten. Finde den Schatz. Scheiße. Soll denn der hier sein? Ah, ich hab schon gesehen. Da ist er ja. Arbeitsauftrag. Erinnerungen des Bibliothekars. Meine Güte. Gut, das hatten wir hier. Alles klar. So, dann lass uns mal kurz auf die Karte lunzen. Wo ist denn jetzt... Nee. Herr Ritter. Wo ist denn der jetzt hingewandert hier, Herr Ritter? Das ist nicht in der Nähe, kann das sein? Hier ist noch was. Ritter zu Diensten. Ne, ist nicht in der Nähe. Verdammt. Dachte, das ist in der Nähe, aber. Oh, den Ritter hier, wa? Da war er sowieso gerade hier. In der Gegend sind. Können wir das ruhig mal machen. Und dann flitzen wir mal. Aber wir flitzen. Was ist das für ein Haus? Waren wir hier schon? Wie sieht so gelootet aus?
waren schon hier. So, jetzt aber flinken Fußes. Geronimo! Okay. Ein Riese. Was ist er denn eigentlich für einer? Liegt. Konstruktor? Ist doch kein Konstruktor, oder? Was ist er denn für einer? Hybrid ist das auch nicht. Bestien? Nee, Geister? Vampir? Das könnte auch nicht sein. Vampire sowieso nicht. Waldteufel ist er auch nicht. Ja, ach hier, Riesen. Ach, ein Zyklop ist er ja. So, was ist das jetzt hier? Hat man das gehört? Das war die Katze. Die Katze klingt manchmal, wenn er schläft, oder der Kater, wenn er schläft, klingt er manchmal wie so ein Sack Luft, der dann... und Gwen wartet, ne? Wenn und Blut. So. Verlassene Städte. So, dann komm her, du Lump, du. Komm schon. Eigentlich schade. Mein Gott, wie oft man hier dort überspringen muss. Nach. Oh, Geralt, ich wusste, du würdest uns Arbeitsstellen retten. Sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Hier, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Unverschickter Brief. Persönlich an Damien de la Tour auszuhändigen. Ob das wieder irgendeine Aufgabe ist? Komme ich hier rein? Oh, kannst du nicht laufen? Oh. Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen. Oh, sieh, meine Kleine. Was hat die denn für ein Problem, Alter? Die klingt, als wenn die fressen will. So, was haben wir denn hier? Es kann nur einen geben. Ja, dann, es kann nur einen geben. War das nicht der Highlander? Oder ist das jetzt hier wieder irgendwas mit einem anderen Hex? Oh. Weg. Lauf! Ich möchte nicht gegen Wildschweine kämpfen. Das ist ja nicht so mein Anliegen. Und irgendwie Viecher auch nicht. Hau ab hier. Nun lauf doch, Mensch. Junge, nee. Warum waren die denn vorhin noch nicht da? Muss ich das verstehen, ne?
So, können wir hier runterrutschen irgendwie so Beach Boy mäßig? Sieht nicht danach aus. Ah ja, so ein bisschen. Na. Untersucht die Insel im Lac Célavie. Die Frage ist nach was? Da ist doch einer. Ich wandle auf dem Wasser, genau wie. Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Wer ist er denn? Moses? Nee, Jesus konnte übers Wasser laufen, ne? Moses hat Hey, plötzlich hast du geteilt. eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die fünf ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß, denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir. Ich kann es mir hochholen. Das Schwert gebührt der Hand eines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Jo, na machen wir. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Das ist mein höchster Teil des Festes. Naja, habe ich jetzt geschafft? Kriege ich jetzt das Schwert? Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Sieh nur, dein Erondikt. Wir kennen uns schon. Gewiss, auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Mit dem Und ich Wolfssymbol. hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Cool.
Aaron Dipped. Einfach großartig. Da ist er abgefahren. Die Dame vom See. Lass mal gucken, was das für ein Schwertchen ist. Oh. Plus 46. Aber hier habe ich... Ja gut, Boni. Drauf geschissen, oder? Naja, da ist auch nicht. Warte mal, steht da. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie bei erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen... Naja, das macht schon mehr Schaden, ja, aber wir haben hier halt Rüstungsdurchbohrung noch drauf, Chance auf Bluten. Drauf geschissen auf den Schaden. Ich behalte erstmal meint, was ich habe. Erstens wegen der Boni. Zweitens, packen wir zu Hause irgendwie. Am liebsten würde ich alles ausstellen irgendwie. Wieso habe ich denn keine Fernkampfwaffe, sag mal? Gerald von Rivas Armbrust, die ist besser. Sehr gut. Gut, Freunde. Dann lassen wir kurz auf die Karte lunzen. Und dann werden wir mal sehen, wo wir als nächstes hier, würde ich jetzt in den Ritter zu Diensten. Also mal rüber da, wa? Ich denke mal, es ist wieder so ein verlassener Ort, den wir wieder befreien können. Ja, Geralt ist schon einer von den Juden. Wäre schon cool, wenn man irgendwie noch nach Kaer Morhen kommen könnte und da die Burg mal ein bisschen ausbauen könnte. Dass man sagt, man baut das alles aus. Lass mich mal Geisteröl... Wo waren jetzt hier Geisteröl gewesen? Wie war die oben, ne? Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Stimmt, hier ist noch so viel zum Looten. Oh, was hat man da? Was ist das denn? Habe ich hier auch irgendwie... Waldteufel. Warte mal, wo war der denn gewesen? Waldteufel. Feuer auf jeden Fall. War der nicht hier mit bei? Ne, warte mal, der war bei Relikte. Waldteufel, ne? Ja.
Igni. Und Reliktöl grünlich. Habe ich Reliktöl noch drauf? Nee. Nee, das ist unfair, da komme ich nicht durch. Komm schon. So, überspringen wir alles, jawohl. Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Und basta. Wo ist denn hier mein Zeugs? Hier. Muss ich natürlich mitnehmen, ne? So, dann hätten wir das auch. Mal ein Pferd. Ach, gesund müsste man sein. Trauben sind mal gut. Charlottes Tagebuch. Du hast mich mit dem Scheiß angesteckt. Wer, ich? Junge, was redest du für einen Scheiß? Macht. Ich dachte schon, niemand würde uns helfen. Wie schön, dass du in Toussaint bist, Geralt. Dass die ihn mal kennen? Das ist unglaublich. Spricht sich alles rum. Das nützt denen aber trotzdem nichts, weil ich hole mir jetzt hier meine Belohnung ab. Was steht an, Katzenauge? Was geht ab? Ich hänge hier schon wieder fest, hier mitten im Karren. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe was gehört. Chefchen, ich habe irgendwas gehört. Sprich mit Graf Beledahl, Großwildjäger. Freunde der Sonne, mein Gott. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.